Für viele Menschen sind sie eine Delikatesse. Ab sofort landen die leckeren Muscheln wieder auf unseren Tellern. In der vergangenen Woche wurde die Muschelsaison auf Sylt offiziell eröffnet. Die Erzeugerorganisation Schleswig-Holsteinische Muschelfischer hatten Vertreter der Politik und Pressevertreter nach Hörnum eingeladen, auch um auf die wirtschaftlich schwierige Situation der Muschelfischer aufmerksam zu machen, aber auch um einmal zu zeigen, wie die Muschelzucht und Ernte funktioniert. Auf einer Fläche von etwa 60 Hektar werden vor Hörnum mit Hilfe von Netzen Miesmuschellarven eingefangen. Diese wachsen dann an den Netzen heran und können später abgeerntet und auf Muschelkulturplätzen weiter gezüchtet werden. Die Zucht der Muscheln findet im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer statt. Und genau das wird von den Umweltverbänden als Eingriff in die Natur kritisiert. Die Muschelfischer hingegen weisen darauf hin, dass die Miesmuschelzucht nachhaltig und naturverträglich durchgeführt wird.